es klingen. So ein schöner Sound. Hört mal zu. Genieß es einfach. Leute, heute geht's vorwärts. So, und heute, ich bin unterwegs mit einem ganz besonderes Auto, der BMW Z4, aber nicht der ganz normal, sondern ein getünter, und das ist von Deller. Schneller. Schärfer und stärker. All das soll dieser getunte Z4 sein. Da BMW selber kein Topmodell mit M-Badge mehr baut, füllt der Berner Veredler Deller diese Lücke. Er macht aus dem Auto einen inoffiziellen Z4M. M wie Made in Switzerland. Beim Sechszylinder überarbeitet Deller die Motorsteuerung. So steigt die Leistung von 340 auf 408 PS. Das Drehmoment wächst auf 640 Newtonmeter und überflügelt damit sogar Autos wie den Porsche 911. Schweizer Qualität bedeutet auch Schweizer Preise. Bereits das Basisauto kostet 78.500 Franken. Mit dem Tuning steigt der Preis auf 93.480 Franken. Ich weiß, das ist viel Geld, aber dafür bekommt man was, das bei BMW nicht mehr gibt, aber früher war. Schon okay. Kann der helvetische Z4 wirklich ein legitimer Nachfolger des richtigen Z4M sein? An Aufwand mangelt es nicht. Deller nimmt sich das stärkste Serienmodell und baut es nach seinen Vorstellungen um. Er ändert nebst dem Motor auch die Auspuffanlage, die Front, das Heck, das Fahrwerk und die Räder. Wenn es ein Z4M geben würde, dann wäre ungefähr dieses Auto so sein. Es ist oft so beim Tuning, die Verarbeitung ist nicht so gut oder das sieht ziemlich prollig aus. Aber bei dem Auto hier, und das ist jetzt wirklich ein Kompliment, man sieht nicht, wo das Original aufhört und wo der Tuning weitergeht. Und das finde ich klasse. Man sieht hier zum Beispiel bei den Lippen vorne, sehr schön verarbeitet. Klar, das Auto ist heftig geworden, aber ey, ein M würde auch heftiger sein. Also das ist in Ordnung, sehr schön gemacht. Auf geht's. Das geht schon sehr hoch, das ist schon sehr geil. Habt ihr das gehört? Das ist sehr positiv für mich. Der klingt einfach sehr gut wie ein M. Das ist so, dass die alte Z4 war wirklich ein Auto zum Cruisen. Ich meine, das Fahrwerk war nicht so toll zum sportlich fahren. Aber bei dem Auto hier, sie haben es wirklich besser gemacht. Du kannst schon viel sportlicher fahren, sieht man auch, oder? Und dazu jetzt noch mit dem Tuning. Es ist wirklich verschärft. Du hast auch da drin ein Gewindefahrwerk. Und natürlich beim schneller Fahren, rum um die Kurve, das Auto ist einfach sehr gut. Was ich wirklich mag, ist, präzise zu fahren und mit einer harten Lenkung. Das ist wirklich toll und dieses Auto hier hat das und das macht Spaß. Das gibt dir auch Vertrauen, um schnell um die Kurve zu fahren. Das ist für mich so wie eine Erleichterung, einmal Gas geben zu können und schnell um die Kurve zu fahren. Aber die Rede ist wirklich nicht tricky, also die hat leicht übersteuern, aber ganz sanft. Ganz sanft, also du wirst nicht überrascht. Ja, genial. Ich liebe es. Ebenfalls zum Verlieben ist der Motor des gedopten Z4.
Was bei Tuner noch wichtig ist, ist natürlich Motor. Leistung! Die wollen immer mehr und mehr Leistung. Aber bevor wir überhaupt über Tuning sprechen, lass uns über diese 3-Liter-Motor Reihen 6-Zylinder von BMW sprechen. Der ist einfach ein von der besten Motoren auf dem Markt, finde ich. Der ist so ruhig, leistungsmäßig jetzt. Wir sind hier bei einem Tuner, deswegen die Leistung ist ein bisschen besser. 408 PS, das ist schon was. Ich meine, das ist hier Heckantrieb, was wir haben. Das heißt, die ganze Leistung sind hinten auf die hinteren Räder. Man könnte schon ein bisschen Spaß haben mit dem Auto. Ich würde sagen, das ist hier ein kleines Spielzeug. Das Spielzeug stapelt typisch schweizerisch eher tief. Und ganz ehrlich, also was ich spüre hier in dem Auto, ich denke, das hat sogar mehr Leistung. Ich würde sagen, es hat fast so 430 PS, 440 PS, da bin ich überzeugt. Es fühlt sich so an auf jeden Fall. Und das ist auch okay so, es kann schon sein. Voila! Ja, genau. Die Straße ist ein bisschen rutschig heute, das hat gerade geregnet. Das ist wirklich ein Spielzeug. Es war schon was. Also ich werde schon ein bisschen warm haben gerade. Beim getunten Z4 sollte man aber nur beim Fahren ins Schwitzen kommen und nicht in der Werkstatt. Auch wenn dieses Auto kein Original M von BMW ist, es wird alle Garantie übernommen, die du bei dem BMW verlierst, weil du dein Auto tünst. Also das ist gar nicht so schlimm. Unter der Haube gibt sich der Z4 keine Blöße. Aber Cindy schaut natürlich überall genau hin und findet auch beim Dähler BMW Dinge, die ihr nicht gefallen. Wenn man so ein Auto kauft, dann kauft man so ein Auto nicht, weil es praktisch ist, sondern weil du willst Emotionen haben. Und bei dem Auto hier merkt man einfach, das ist kein M, das ist ein Z4 in den Innenraum. Es hat kein Logo, die Nähte sind nicht so besonders. Zum Beispiel im Vergleich zu einem TTRS, das ist hier ein schönes Logo, etwas mehr Stil. Und das ist genau der Punkt, das ist hier innen ein Z4. Und ich als Fahrer, ich verbringe am meisten Zeit in den Innenraum und da fehlt einfach was. Was mich auch nicht so gefällt, klar, es ist mega auf Höheniveau. Es gibt nur noch Automatikgetriebe. Kein Schalter mit dieser Motorisation, das finde ich sehr schade. Klar, du hast die Schaltwippe hier, du kannst hoch, runter schalten und ein bisschen trotzdem spielen, aber keine Schalter mehr. Du musst dann der kleinere Motoren bestellen, um Schalter zu bekommen. Zum Beispiel bei der M4 kannst du auch Schalter bestellen. Schade, ich will das Auto selber kontrollieren, ich will einen Schalter. Fairerweise muss man sagen, dass es den stärksten Z4 ausschließlich mit Automatikgetriebe ab Werk gibt. Da sind auch dem Tuner die Hände gebunden. Trotz kleiner Schönheitsfehler, der schwarze Z4 überzeugt Cindy. Und was noch interessant ist, dieses Auto hier ist immer noch günstiger als seine Konkurrenten wie der TTRS oder der Cayman GTS. Und was ich wirklich klasse finde, wir sind hier in 2019. Und so ein Auto ohne Downsizing und Hybrid zu fahren, das ist schon geil, Leute. Das tut so gut. Der getunte Roadster eifert der alten Schule und dem großen Vorbild Z4M nach. Wegen kleiner Schönheitsfehler kann er diesen zwar nicht ganz vergessen machen, aber er kommt sehr, sehr nah ran.